This is a rough neighborhood. Dies ist eine raue Umgebung und für viele Kinder wird es ein Kampf. Viele Kinder in meinem Umfeld denken, dass sie das 18. Lebensjahr nicht erreichen werden. Wenn sie aus traumatisierten Vierteln kommen, dann bringen sie oft diesen Stress hierher. Wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin, sehen wir uns immer um. Du weißt nie. Wenn sie durch die Tür kommen, dann haben sie das Gefühl, sie haben keine Chance. Jeden Tag bekomme ich einen Anruf, dass es an der Straßenecke Prügeleien gibt oder eine Messerstecherei. Der Drogenkonsum ist hier sehr hoch. Wenn wir keine Lösung finden, sind diese Kinder wohl verloren. Um 8.15 Uhr läutet die Glocke und jeder hält inne mit dem, was wir tun. Wir meditieren. Wenn unsere Mädchen zu uns kommen, sind sie Wracks. Und dann haben sie ihre stille Zeit. Und es ist, als ob all das einfach weggeräumt wird. Sie kommen aus dem Zimmer und fühlen sich normal, zentriert. Das ist gigantisch. Vorher wurde ich vom Lernen sehr häufig abgelenkt, aber jetzt bin ich sehr konzentriert. Sogar meine Gesundheit hat sich verbessert. Wir sehen, durch die transzendentale Meditation kommen sie von den Drogen weg. Wir haben Kämpfe und Aggressionen beendet. Wenn wir diese Veränderung in jedem von uns erreichen könnten, den Wandel von innen, verbessern wir die Schule und damit verändern wir die Gesellschaft.